Hey, oh Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Der Philosopher's Challenge, genau. Im letzten Part haben wir massiv uns vorbereitet auf den Kompressor, den wir demnächst anbringen werden. Dazu brauchen wir erstmal jede Menge Rubber und wir haben ziemlich viel gebaut und boah, es ist das Gebäude, das hat schon was durch diese Größe. Ich will hier wirklich so eine Art Fabrikhallen-Feel machen. Das heißt, ich werde die Wand hier erweitern und die Größe verdoppeln ungefähr. Da komme ich aber in Konflikt mit dem Ding. Außer ich gehe natürlich in die Richtung, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Mal überlegen. Okay, was brauchen wir für einen Kompressor? Eigentlich gar nicht mal so viel. Hauptsächlich ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer, fertig. Gehen wir mal. Erstens das raus, zweitens das hier. Okay, ein bisschen hiervon, ein wenig hiervon. So, jetzt brauche ich mal einen guten Schwung Material, einfach, dass ich jetzt hier mal ein bisschen Kupfer herstellen kann. Und zwar, ja doch, das genügt. Alle isolieren. Wupp. Nächster Schritt wäre, dass wir ein wenig Material herstellen. Außerdem sollte ich langsam anfangen, meine Materialien auch aus dem Gebiet zu ziehen, wo ich sie herhaben will. Boah, der sammelt gemütlich Ressourcen. Das Zeug im Wald muss ich irgendwann mal abholzen. Hier habe ich doch die ganzen wichtigen Ressourcen drin. Gut. Ich bräuchte mal ein... Ach ja, ich weiß, was ich als erstes machen wollte. Und ich habe natürlich eine wichtige Sache vergessen, und zwar Cobblestone. Warum sollte ich Cobblestone noch mitnehmen, fragt man sich hier. Keine Ahnung. So, jede Menge Cobblestone. Das dürfte reichen für einen Augenblick und später dürfte das wieder voll sein, sobald ich wieder zurückkomme. Sollte ich irgendwann mal mehr brauchen. Okay, Cobblestone. Jetzt brauche ich einen Ofen. Genau, Ofen war das, was ich bauen wollte. Kombiniert meinen Ofen. Haben wir eigentlich schon gemacht, das Rezept. Weil dann kann ich nämlich hier noch ein paar Sachen machen. Oh, ich habe natürlich keine Kohle mitgenommen. Wozu auch Kohle? Kohle ist ja schließlich vollkommen überbewertet und absolut nutzlos. Deshalb muss ich natürlich jetzt erstmal zurücklaufen und neue holen. Ja. Ein Stack Holzkohle dürfte reichen. Wir haben hier jede Menge Material für Cold Coke, den wir später hauptsächlich verwenden werden. Wir haben hier Material genug. Okay. Ah, und wir haben wieder Texturen. Fällt mir gerade wieder auf. Beim letzten Mal hat es irgendwie ein bisschen buggy gewesen. Es kann sein, wenn ich das irgendwie raustappe oder sowas, wäre an der falschen Zeitpunkt. Kann immer passieren. So, du gehst mal da rein und produzierst mir mal 10 von den geschmolzenen Iron, Refined Irons, weil ich die brauche. Und dann kann ich schon die nächste Sache bauen. Ich bräuchte mehrere Circuits. Das dürfte ich ja gleich haben. Bisschen hiervon. Boah, ich finde die. Das hat schon was. Ich weiß nur noch nicht, wie hoch ich die Decke machen will. Vielleicht lasse ich die sogar so riesen hoch, wie sie im Moment ist. Werde da einfach nur das Ding hier ausbreiten. Das hätte schon was, so ein Fabrik-Feeling. Doch, doch, das ist cool. Ich könnte schon mal 2 Circuits herstellen, weil ich sowieso mehrere brauchen werde. Und dann einmal brauche ich einen Furnace, einen Electric Furnace, und es wird schon wieder Nacht, das kann ich nicht haben. Oh Mann, Nacht, ich kann Nacht in Minecraft nicht so leiden. Frag mich nicht warum, aber es ist einfach so. Forestry has been modified, bla bla blub. 14, 16 und hier ist auch richtig schön Creosote inzwischen. Ich muss ja unbedingt mal einen Tank bauen für. Jetzt sag mal, dann irgendwann haben wir da Tanks, wo wir das drin lagern können und dann passt das. Okay, jetzt brauche ich als erstes mal Eisenofen, wie zum Beispiel den hier. Iron Furnace mit 2 Redstone gibt ein Electric Furnace. Schick, schick, oder? 1, 2, 3, 4.
Das ist das Maximum, das ich gehen kann, ohne Energie zu verplempern. Und jetzt kann ich, wenn ich jetzt meinen Maschinenblock einrichte. Oh, ich brauch so ungefähr 6 Cobblestone. Das müsste man eigentlich natürlich. Und natürlich können wir das aus unserer Bedbox drainen. Wahahaha. Das dauert einen kleinen Moment, aber nicht zu lang. Ich könnte währenddessen eigentlich mal ein bisschen mehr Rubber farmen. Obwohl, eigentlich ist es nicht notwendig. Wir könnten aber mal kurz zu unserer Farm schauen, um zu schauen, wie die hier läuft. Ob die noch alle Ressourcen vorrätig hat. Hat sie ja mehr als genug. Dann passt es ja. Die Sachen da hinten dürften ja auch noch passen, aber eigentlich jetzt nicht drum kümmern. Und. Na, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber ich will jetzt eigentlich auch mich nicht abhalten lassen vom Aufnehmen. So, und ein Kompressor. Wozu brauchen wir das ganze Zeug? Stimmt, jetzt fällt mir was ein. Ich brauche jetzt erstmal einen halben Stack Kohle. Und zwar echte Kohle. Keine Billigkohle. Der Vorteil ist ja, dass wir einen halben Stack Kohle sind 16 Schwarzpulver. Das ist kein Problem für uns. Ich glaube, ich könnte ein Problem kriegen, wenn ich da zu weit vom Mobspawn entfernt bin. Naja, wie gesagt, ich werde ihn irgendwann umrüsten auf einen, der anders läuft. Aber bis dahin, das dauert noch einen Moment. So, einen halben Stack davon und Maceraten, bitte. Ein paar Kohlebarren rein, dass wir einfach die Energie haben. Und während der Macerated sollten wir mal anfangen, ein wenig weiter unseren Floor 13 auszubauen. Nachdem ich jetzt entschlossen habe, in die Richtung weiter zu gehen, will ich fast tippen, dass wir hier mal so. Wie groß ist denn das im Moment? Puh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Wie viel waren das jetzt nochmal? Ah, ich voll Honk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Das wäre jetzt einfach nur, wenn ich das normal haben will. Dann will ich aber meinen 5er breiter haben. 1, 2, 3, 4. Moment. 1, 2, 3. Ja, meine 4er breite. Das heißt, ich erweitere es nochmal um 4. Und gehe mal hier hin. Ich platziere jetzt den Block absichtlich da drauf. Einfach, dass ich dran denke, dass ich das hier brauche und. Und genau genommen könnte ich eigentlich mir das sparen, das alles auszustopfen mit dem neuen Zeugs, weil ich ja schließlich sowieso auf den anderen Boden, der innen ist bereits, Ausriss rübergehen werde. Aber hier außen, das kann ich auf jeden Fall schon mal hochgraben. Und mit viel Glück finden wir irgendwann später mal was Cooles. Wie zum Beispiel eine Kuh. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich mit den Stone Presents machen will. Das hier ist das Äußerste. Ich kann aber das eigentlich mitnehmen noch. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das nicht eins kürzer machen sollte. Ich mache das auch eins kürzer. Es muss schließlich ungerade sein, dass es cool aussieht. Also zumindest die meisten Sachen sehen besser aus, wenn sie ungerade sind. Und dann kommt irgendwann die Wand weg und dann muss ich mir natürlich die ganzen Blöcke wieder besorgen. Aber naja, eins nach dem anderen. Keine überstürzten Handlungen. Das dauert sowieso noch, bis der soweit ist. Ich will nämlich einen verbesserten Macerator bauen und dazu brauche ich noch ein paar Sachen. Immerhin habe ich meine eine Maschine schon, die ich später auf jeden Fall brauchen werde. Naja. Gehen wir es langsam an und machen eins nach dem anderen. Das ist sinnvoller. Während wir ja draußen die Welt ein bisschen dekorieren. Das stört ja niemanden. Du, 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 du. Du, 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 du. So, und ich werde übrigens im Laufe der Zeit noch mehr Sachen zur EE-Config hinzufügen. Alles, was irgendwie in Config mir ermöglicht, auf die Ressourcen, die drin sind, zuzugreifen. Also jede Art von API.
wird natürlich dann irgendwann eingebunden, hoffe ich, dass ich zum Beispiel bei Thomecraft die Shards drankommen kann, lauter solche Sachen halt eben. Dass das für Philosopher's Challenge möglich ist. So, das Platzieren geht aber ein bisschen schneller als das Abreißen. In der Zwischenzeit dürfte der aber schon gut weit gekommen sein. Mit dem Holz muss ich mich demnächst drum kümmern. Ich weiß natürlich nicht, ob der schon voll ist. Wenn er voll ist, dann muss ich das ganze Holz wieder raushauen und dann werde ich den mal pausieren. Wie viel Energie ist noch drin? Bisschen was. Okay. Ich werde dir den nächsten Durchbruch machen, dann passt es schon. Noch müsste genügend Platz sein, sonst würde er nichts machen. Ja. Es dauert eine Weile, aber deshalb will ich auch nicht Once Macerator haben. Stell ich mal vor, das müsste man mit einem normalen Macerator alles maceraten, was wir später maceraten wollen. Und ich habe jetzt Soft Macerator gesagt, dass es langsam ausreicht. Auch wenn ich die Grafiken, Animationen immer noch ein bisschen seltsam finde. Naja. Kommt schon. Ich finde die. Das sind nur die High-Res-Texturen. Es gibt natürlich auch noch Low-Res und sowas. Und wenn ich nicht aufnehmen würde, hätte ich übrigens auch stabile 60 FPS. Im Moment habe ich 30 stabil. Das heißt, es ist natürlich, wenn man es lokal spielt, ein bisschen flüssiger noch. Aber wisst ihr, wie man sich nach einer Zeit dran gewöhnt an niedrige FPS bei Minecraft? Das glaubt man zwar nicht, aber es ist extremst der Fall. Und mein Versuch ist leider gescheitert. Ich habe nicht genug Wies in der Umgebung. Naja, hilft nix. Alles Gute wird irgendwann enden. So auch das hier. Gut, wir haben genug Ressourcen dafür. Boah, Mann, ich brauche hier was Sinnvolleres als das Zeugs zum Selbstmeinen. Das Problem ist, das kostet dann immer gleich Holzkohle oder so und da habe ich gar keine Lust zu. Weil noch habe ich meine Holzkohleproduktion nicht. Irgendwann werde ich die haben und werden die ganzen Maschinen automatisch arbeiten. Und dann wird das alles funktionieren, so wie es soll. Dann brauche ich einen Cargo Manager, der die Sachen droppt. Die Setzlinge in Biofuel umwandelt und lots of Zeugs. Das wird sich einfach lohnen. Ich denke zumindest, dass das cool wird. Also meiner Einschätzung nach freue ich mich drauf. Okay, dann nächste Ebene. 4 Stück von den Dingern nebeneinander. Dann geht mir wahrscheinlich das Inventar aus. Und natürlich meine Spitzhacke, meine Schaufel meine ich. Noch habe ich genug Platz. So schnell geht es nicht. Und leider geht der Macerator doch sau langsam. Aber genau aus dem Grund bin ich ja da. Genau aus dem Grund mache ich das ja. Den Upgraden. Dann wird er schneller, effektiver, besser und allgemein cooler. Und dann werde ich noch ein paar andere Sachen machen müssen im Laufe der Zeit, wie zum Beispiel andere Generatoren. Weil der verbesserte Generator braucht natürlich deutlich mehr Energie. Und die habe ich natürlich nicht standardmäßig. Dann muss ich vielleicht mehr erzeugen. Und dann kommt es schon irgendwann. Was ich natürlich machen könnte, wäre Red Power dafür einbinden. Wie viel hat der inzwischen Schaden? 504. Ja, um die 1000 Schaden, 1200 war das, glaube ich, dass ich ausgerechnet hatte. Keine Ahnung. Ich könnte mal nachschauen, wie es aussieht. Ein bisschen, dann kann ich den auch wieder ernten. Natürlich kann ich das auch machen, wenn die meisten da sind, aber solange ich die Deployer noch nicht alle habe, dauert noch. Wie sieht's hier aus? Passt. Überhaupt keine Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass die sogar genügend Power produzieren, wenn ich da Kohle reinheiz. Das Problem ist nur, um Kohle herzustellen, muss ich in der Nähe von meinem Mob-Spawner sein. Da bin ich im Moment nicht in der Nähe. Weil die ja sonst sich nicht bewegen und das ist doof. Solange ich keine Soul-Dings habe. Wo mir einfällt, dass ich das auch langsamer machen muss. Dann werde ich das Dings ein bisschen hochstufen, dass es ein EP-Grinder wird. Dass ich da wirklich die ganzen Gegner töten kann. Am Anfang erstmal auf die normale Ebene, dass ich die Standard-Zombies
Also die Angry Zombies, ich hoffe, dass das funktioniert, dass man nämlich richtig episch machen kann. Und dann kommen die Skelette und alles nacheinander hin. Und dann geht es schon. Oh Mann, es ist immer noch Weihnachten. Ich meine, es ist jetzt langsam spät. Das ist das Angenehme. Die ganzen Sachen sind hinter mir. Jetzt ist es noch entspannt. 15 Minuten haben wir schon wieder. Das geht so schnell. Die Stunden verfliegen beim Aufnehmen immer. Das ist der Wahnsinn. Das Einzige, wo noch mehr Zeit vergeht, ist beim Rendern. Das Problem ist, man muss halt irgendwas haben, was man währenddessen macht. Weil das geht so unglaublich langsam. Naja, über Nacht geht es im Normalfall. Ich muss es halt demnächst mal die Sachen machen. Cool ist, die Audio, den Audiodateien zuzuschauen, wie die alle fertig sind. Das Problem ist, dass man das macht, muss man sie erstmal extrahiert haben. Und zum Extrahieren, das dauert. Das ist genau das, was am längsten dauert. Auch wenn ich festgestellt habe, dass eins allein doppelt so schnell ist, wie zwei gleichzeitig zu machen. Also insgesamt viermal so schnell, also vom Gesamtverhältnis dann doppelt. Weshalb sich es eigentlich lohnt, die auf niedriger Geschwindigkeit zu machen und dann, naja. So. Schick, schick, schick. Bald haben wir hier auch wieder eine neue Ebene. Ich werde da später vielleicht noch ein bisschen was an, bisschen effektiver das machen. Das umplatzieren. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man da ein einfaches Turtle-Programm schreiben kann. Turtle.dig, Turtle.place, Turtle.dig, Turtle.place. Oder go forward. Und das wiederholt man, dann kehrt er um und macht dann halt so eine kleine Fläche. Das ist nicht schwer. Denke, ich sollte mal wieder zurückschauen, ob es soweit ist, damit ich die nächsten Schritte einleiten kann. Es ist immer noch nicht fertig, aber es ist gleich fertig. Weil ich brauche jetzt ein paar ganz bestimmte Sachen. Demnächst werde ich auch noch Bronze brauchen und Zinn und alles Mögliche, aber für den Augenblick kombinieren wir die hier. Kann sogar sein, dass ich mehr hergestellt habe, als ich brauche. Ja, habe ich auch. Habe ich gleich zwei Advanced Machines. Zwei Advanced Machine Blöcke. Lohnt sich aber auch. So, da das noch einen Moment dauert. Ich könnte natürlich währenddessen das andere machen, aber ich werde jetzt nicht die Ebene hier noch fertig machen. Das andere dauert nicht zu lang. Das ist nur nervig. Aber das ist halt so, wie es ist, und so muss es bleiben. Cracktech macht die Sache mal teuer. Man hat es ja schon am Macerator gesehen. Normalerweise ist es eine super billige Sache. Und diesmal muss man erstmal Diamanten finden, drei Stück verplempern dafür. Nicht, dass es nicht wert wäre, aber da muss man sich, holt man sich am besten dann noch Silk Touch. Und oder Fortune. Allgemein Fortune lohnt sich ja am meisten. Weil du da die meisten super viele Diamanten kriegen kannst. Fortune Enchantment ist hier sowas, was überhaupt nichts bringt in der Version. Nur mal so allgemein gesagt. Naja. Kommen wir langsam mal zum Ende dieser Spur. Ich hoffe überhaupt, dass ich genügend Material habe, um das ganze Zeugs zu stopfen. Sieht mager aus. Nö, könnte sogar reichen. Ich weiß nur noch nicht, was ich mit der ganzen Erde machen will, die ich hier habe. Aber irgendwas werde ich da schon für finden. Und dann irgendwann wird es so gut sein, dass ich was machen kann. Was ich cool finde, ist, dass man Erdenblöcke ja herstellen kann, indem man Plant Balls nutzt und umwandelt. Und das lohnt sich halt dann. Also Plant Balls, Maceraten, gibt Erde und die Erde kann man dann wieder für verschiedene Sachen hernehmen. Okay, es hat eindeutig nicht gereicht. Das war das Standardkabel mit dem komischen Farbenblau. Ich muss unbedingt mal mehr Standardfarben produzieren. Weil so muss ich ständig mit irgendwelchen Planks romantieren. Und da habe ich nicht so viel Lust drauf. Mal ganz genau, persönlich zugegeben. Gravel.
Gravel kombiniert gibt. Oh, Moment. Kaktus war in der Reihe irgendwo drin, da erinnere ich mich dran. Ziemlich am Ende, ich weiß. Das ist sogar der Abschluss davon gewesen. Ink, ich brauche nur die hellblaue Farbe, ein bisschen davon. Und so schwer kann es noch nicht sein, die herzustellen. Pink, Lime, Dandelion, Light Blue. Okay, jetzt brauche ich Kabel. Zwei Stacks genügen. Und die Erde, die restliche, dampfe ich jetzt mal einfach hier blindlings rein. Und wie immer, das hier. Ups, Flooring ist es ja. Sehr schön. Und wieder Ressourcen aufgearbeitet, aber keine teuren. Boah. Der Ästhetik-Mod gefällt mir einfach wunderbar. Das kann man doch nur so cool als cool und episch bezeichnen. Auch wenn wir schon wieder am Ende der Episode sind. Naja. Beim nächsten Mal werden wir uns dann darum kümmern, dass wir den Advanced Macerator herstellen und die restlichen Sachen hier ausbessern, ein bisschen von dem Zeugs herstellen, das Gelände erweitern und so weiter. Bis dahin, viel Spaß. See you, Leute. Bye.